Lelo, heute mal wieder ein Lazarus-Demo. Und zwar geht's heute um die Form von Fenstern. Ne? Zum Beispiel dieses Fenster hier, das hat eine bestimmte Form. Fällt erst gar nicht so auf. Ne? Es hat keine spitze Ecken. Ne? Das ist so leicht rundlich. Ne? Man kann aber immer noch da durchschauen. Also, das Fenster hat eine Form, ein Shape. Ja. Darum geht's. Und den Lazarus gibt es im Ordner User Lib Lazarus, dann die Version von Lazarus Examples, ein Beispiel Shape Controls. Ne? Das ist schon fix und fertig, das könnt ihr euch mal anschauen. Ist allerdings fehlerhaft, ja. Ich zeige euch gleich den Fehler. Und zwar gibt es da diese Stelle. A Bitmap Monochrome gleich True, die ist falsch. Ne? Ich zeige gleich, wie die richtig gehießen hätte. Gut, Shape Control. Also dieses Demo macht aus einem rechteckigen Fenster eins mit abgeschnittenen Ecken. Ein ganz einfaches Beispiel. Ja, macht das hier mit einem Bitmap, ne, und nutzt dann Canvas. Ja, Canvas, der Canvas. Und nutzt Color Black für die transparente Farbe. Ne? Also was transparent werden soll, wird schwarz eingefärbt hier im Bitmap. Und was weiß ist, bleibt erhalten. Wird hier als Mask Color bezeichnet. Und da gibt es ein Set Shape, also ein Set Form, und da kann man einem Fenster eine beliebige Form geben. Das Beispiel könnt ihr euch mal angucken. Wie gesagt, ich zeige gleich noch, was daran noch falsch war. Gut, und dann habe ich mal überlegt, kann man zum Beispiel ein Bild nehmen? Ja, hier ein Tux, ja, und der Tux hat hier einen Umriss, eine Form, und kann ich dem Fenster diese Form geben? Habe ich mal gemacht, hier ist bereits die kompilierte Version, das geht. Ne? Ja, mit gedrückter Alt-Taste, das ist mein Fensterchen, ne? Kann ich mich daran zoomen. Ja, also das ist mein Tux. Ja, den kann ich auch noch verschieben, wenn ich will. Der ist transparent, ringsherum. Ne? Das ist eigentlich nichts anderes als ein Fenster. Mit Alt kann ich den verschieben. Man sieht, der Kerl ist transparent. Ja, ist aber nichts anderes als ein laufendes Programm, das dann die Form angenommen hat. Die Fensterform ist die des Pinguins geworden. Ne? Doppelklick in die Mitte auf den Pinguin und das ist zu. Und das zeige ich heute mal. Wie gesagt, ist nicht ganz so einfach. Und zwar ging es ja um diese Farben. Schwarz-Weiß, was weiß ist, ist dann das, was erhalten bleibt. Und was schwarz ist, ist dann das, was bei Vorhandensein eines Transparent-Managers, Composite-Managers, dann entsprechend transparent wird. Hier im Moment ist es noch lila. Das, was da lila ist, soll transparent werden. Und was dazwischen ist, was nicht lila ist, das soll jetzt erhalten bleiben, ne? Dass nur noch der Kerl da bleibt. Ne? Das muss ich also weiß einfärben, ne? Den Tux an sich. Und was drumherum ist, muss schwarz werden. Ja? Und dann funktioniert das, habe ich mal gemacht, unter Lazarus. So, Lazarus. So, sieht so aus. Ich habe hier ein Programm, das habe ich mal Set-Shape-Demo genannt. Wir müssen jetzt auf eins achten. Ja, wir können jetzt hier wieder ein T-Image hinzufügen. Ja, T-Image. Ein Image, ein Bild. Und das kann auch gestreckt sein und groß sein und klein sein. Irgendwo auf unserem Formular sein. Das ist unser Formular hier. Aber das will ich gar nicht mehr haben. Ja, das will ich gar nicht mehr haben. Ich will jetzt nur den Pinguin. Eigentlich streng genommen nur den inneren Inhalt des Pinguins. So, und ich will den auch nicht gestreckt haben, sondern in der Originalgröße. Also mache ich in meinem Programm folgendes. Ich schiebe den Pinguin da in die Ecke. Ja, mach das Formular so groß, wie der Pinguin ist. Und zwar in seiner Originalgröße. Das ist schon die zehnfache Größe, die er original hat. Und dann nehme ich noch den Fensterrahmen weg. Und mache mit dem Set Shape dann auch noch das, was lila ist, schwarz. Und was hier innen drin ist, mache ich weiß. Und nehme das als Form für dieses Formular. Das ist das Formular. Und diese Form geben wir dem Ding jetzt, ja. Um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, machen wir jetzt folgendes. Gehen wir auf GIMP. Malprogramm. Ne? Das sieht jetzt folgendermaßen aus. Datei, was habe ich denn zuletzt geöffnet? Tux. Das ist unser Tux, ja. Ja, das ist unser Tux. Das ist das Bild. Das ist jetzt 80x91 Pixel groß. Was wir machen ist folgendes. Ich simuliere das jetzt hier mal mit GIMP, ja. Und zwar nehme ich jetzt hier, das hier soll schwarz werden und das Innere soll weiß werden. Invertiere ich mal eben die Auswahl, drücke jetzt Entfernen. Das hier ist weiß, das soll erhalten bleiben.
Jetzt Auswahl nochmal invertieren und jetzt tausche ich die Farben um und das hier wird schwarz. Das ist diese Mask. Diese Maske, was schwarz ist, wird transparent, was weiß ist, soll erhalten bleiben. Ja, das müssen wir dann aber vom Programm aus dann machen oder wir müssten uns eine Maske speichern. Ja, am besten speichern wir unsere BMP-Datei, die Original-BMP-Datei. Ich mache das mal rückgängig, also den alten Tux hier, als BMP-Datei und Datei exportieren als BMP. Also nicht als irgendwas, sondern als BMP. Das scheint mir am kompatibel zu sein. Bitmap und exportieren und ersetzen. Und dann gibt es noch Optionen. Da habe ich zum Beispiel 16-Bit BMP. Also ganz einfaches BMP mit möglichst kleiner Auflösung. Der Kerl hat nur 80x91 Pixel. Ist jetzt wichtig, weil ich so grottenschlecht programmiert habe. Deshalb muss der klein sein. Gut, was habe ich hier im Programm gemacht? Setshape in Demo. Folgendes. In FormCreate habe ich, wie gesagt, dann dafür gesorgt, dass das Image oben links ist, ja, und dass die Größe des Bildes, das vorher so gestreckt war, nur noch so groß ist wie die Picture Bitmap Width, also das Original Bitmap. Und dann habe ich noch dafür gesorgt, dass die Formulargröße, also unser Fenster, nur noch so groß ist wie die jetzige Image wird also so groß wie das Bitmap. Alles ist jetzt so groß wie das Bitmap. Ne? Das Image ist so groß wie das Bitmap. Das Formular ist so groß wie das Bitmap. Und dann habe ich noch den Border Style, also die Umrandung weggenommen. BS None sagt Border Style None, kein Rand. So, und hier, das hier ist abgekupfert quasi aus diesem Demo, ne? Aus diesem Shape Control Demo. Nur habe ich da anstelle des im Demo vorhandenen Button 1 hier gesagt Self-Handle. Self ist dann quasi das Formular. Gut, und dann gibt es die Shape-Control. Da machen wir folgendes. Da wird zuerst diese eine Bitmap neu erstellt. Wir haben ja schon diesen Tux, aber wir machen eine neue Bitmap. Wir brauchen ja so eine schwarz-weiße, ne? So eine Maske. Den createn wir, erstellen wir, ne? Vom Programm aus. Und hier ist die Stelle, die im anderen Programm falsch ist. Ja, da stand was mit Monochrom, bla bla bla. Das hier müsst ihr da einsetzen. Ne? Bitmap Monochrom, gleich True, verkehrt. Das hier muss dahin. PF 1 Bit. Dann geht auch das andere Beispiel. Gut. Und hier sage ich dann wieder im Beispiel diesem Shape Control Demo, was hier schon bei Lazarus dabei ist, da stand da was von Control Width und Height. Das habe ich jetzt einfach mal definitiv auf die Größe des Bildes gesetzt. Ne? Also auf Image 1 Picture Bitmap Width, also Weite, und Image 1 Picture Bitmap Height, ne? So dass das maskierte, ne? Das ist schwarz-weiße Dinge, was wir haben wollen, genauso groß ist wie das Original Bitmap. Dadurch umgehe ich jetzt die ganzen Notwendigkeiten, alles zu skalieren, umzurechnen, wie auch immer. Das Original Bild ist jetzt genauso groß wie das Formular und die Maske, die dahinter gelegt wird, ja, um die Form des Formulars zu bestimmen, ist auch genauso groß. Alles ist genauso groß wie das Original Bitmap. Und ich erstelle mir hier, wie gesagt, ein Create, also mit Create ein neues Bitmap, das dann schwarz-weiß wird. So, jetzt muss ich natürlich erstmal rauskriegen, welche Farbe war in meinem Original Tux denn jetzt transparent gedacht. Ne? Bei mir war das so ein lila Ton. Mache ich aus folgender Weise. Ich hole mir mit Canvas. Das Pixel 00, das dann oben links in der Ecke ist, raus. Und Pixels 00, das ist eine Farbe dann als Rückgabeergebnis. Pixels 00, eine Funktion von Canvas, ne? Bitmap Canvas. Und da kriege ich eine Farbe raus. Und die Farbe ist die, in dem Fall lila von dem Tux. Und dann weiß ich, alles was lila ist, soll hinterher transparent werden. Das merke ich mir hier. Falls bei eurem Bild, das ihr gegebenenfalls nehmt, oben links in der Ecke eine andere Farbe ist, die nicht transparent werden soll, dann müsst ihr es gegebenenfalls ändern. Das habe ich hingeschrieben, Checks ist. Ne? So, und jetzt mache ich das, was mein Programm so furchtbar langsam und grottenschlecht macht. Also ich gehe jetzt wirklich jedes Pixel durch. Ne? Jedes Pixel des Original Picture Bitmaps, ne? Also nicht nur des gestreckten Bitmaps, sondern des
Original Picture Bitmaps. Von der Breite bis zur Höhe gehe ich jetzt durch, vor X und vor Y. Ja, in X-Richtung und Y gehe ich jetzt jedes Pixel durch und sage erstmal, das neue Bild, ne, was wir jetzt neu kreieren, diese Maske, die ist erstmal generell schwarz. Ne, was ist schwarz? Schwarz ist das, was transparent wird. Aber wenn in meinem Tux-Bild, das mit dem Lila, ne, das Pixel nicht der transparenten Farbe, also Lila, entspricht, dann mach's weiß. Ja, warum mache ich es weiß? Na klar, die Maske muss ja schwarz-weiß sein. Alles, was weiß ist, bleibt erhalten. Wenn es also nicht lila ist, mach's weiß, damit die Maske schwarz-weiß wird und das Weiße ist das, was erhalten bleiben soll, also nicht transparent ist. Gut. Jetzt habe ich also eine Bitmap erstellt. Und jetzt kommt diese Geschichte, die ich mir wieder abgekupfert habe, auf dem Beispiel Setshape a Bitmap. Und hinter a Bitmap Free sorgt dafür, dass was wir hier mit Create erstellt haben, wieder freigegeben wird, brauchen wir danach nicht mehr. Gut, und so funktioniert das Programm. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Jetzt beim Rumexperimentieren hatte ich immer so meine Problemchen. Ne? Welche Farbe hat denn jetzt welches Pixel und solche Geschichten. Ne? Dafür habe ich dann noch so einen Debug-Modus eingebaut in mein Programmchen. Ne? Hier ist standardmäßig Define No Debug. Jetzt mache ich mal Debug raus. Dann bleibt nämlich der ganze Schisselermeng hier erhalten. Ich starte das mal. Ja. Dann wird das nämlich nicht verändert in der Form und Größe und es wird auch nicht resized. Jetzt sage ich Show BMP Colors. Da habe ich mir einen Button eingebaut, der mir einfach mal angibt, welche Farben haben denn jetzt die Pixel hier. Ne? Show. Und da muss ich ein bisschen warten. Und dann sieht man, das sind die Farben. Ne? Und dieses komisch Lila hat halt die Farbe. Das ist ganz nett, wenn ihr mal eure eigenen Bilder ausprobiert, um rauszukriegen, welche Transparenzfarbe ihr denn habt. Ne? Und wie gesagt, das mache ich dann hier in einem Memo-Feld. Ne? Das ist Memo. Und beim Draufklicken auf dem Button macht er nichts anderes, als genauso wie vorher in einer anderen Routine alle Pixel durchzugehen und einfach mal den Farbcode auszugeben, jedes dieser Pixel, ja. So, Memo Lines Add, ne, das Memo haben wir, das war das weiße Ding, Color to String, ne, damit ich überhaupt in diesem Memo was ausgeben kann. Und dann Image 1 Picture Bitmap Canvas Pixel XY ist ja wie gesagt eine Farbe. Canvas holt aus dem Bitmap was raus und Pixels XY gibt dann die Farbe zurück, die das ganze Ding hat. Und das habe ich dann mal auf 10.000 Durchläufe begrenzt, damit das nicht so lange dauert. Gut, und wie gesagt, dann habe ich noch ein Ereignis. Hier, wenn ich auf das Bild doppelklicke, Image Doubleclick, dann mache Close, dann wird das Fenster geschlossen. Gut, den Quelltext hänge ich euch wie immer an. Wenn ihr wieder Debug einschaltet oder No Debug, dann wird das hier ausgeführt. Ne? Dann wird das hier ausgeführt. Mit IfDef und EndIf kann man etwas beim Kompilieren ausschließen. Ne? Das hier wird gebraucht für das Formular, das dann tatsächlich die Form dieses Tuxes hat. Will ich das nicht haben, will ich das Originalfenster sehen, mache ich wie gesagt Debug. Und wenn ich No Debug mache, dann habe ich wieder das Fensterchen, wo der kleine Tux alleine im Raum steht. Dauert aufgrund dieser Vorschleife natürlich ein bisschen, aber wie ihr seht, ist der transparent, hat keinen Rahmen mehr drum, hat jetzt die Originalgröße des Bitmaps und ist ein Formular. Und wenn ich doppelklicke, ist Schluss. Und hiermit ist wieder Schluss. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.